Ah, nee, okay. Wir sind an den Tag gelandet. Hello? Can anyone hear me? I had an accident. I don't know what happened. Please, help. Over. Fuck. Ja, das ist schlecht. Sehr schlecht, dass wir sogar die Machete verloren haben, weil unser Allzweckwerkzeug und so, wir knicken den Stein jetzt auseinander, um uns kleine Steine herzustellen. Weiß zwar nicht, wie wir es machen, aber wir können aus einem großen Stein ganz viele kleine Steine machen. Und wir stellen uns wieder unsere kleine Steinklinge her. Diesmal werden wir auch nicht einfach irgendwo wild irgendwelche kleinen blauen Frösche anlecken und einsammeln. Passiert uns nicht nochmal. Auch keine grünen Frösche. Wir lassen die Finger von Fröschen erstmal. Ich glaube, das war keine gute Idee, den Frosch anzufassen. Und was mir einfällt, wir sind ja unten an dem Wasserfall. Das, ist das Wasser sauber? Wird man natürlich nochmal gucken. Vielleicht haben wir da nochmal Glück. Wenn wir eine Basis haben, so eine kleine Basis als Ausgangspunkt für die Suche nach mir, könnte funktionieren. Schauen wir mal. Ob das Wasser da unten trinkbar ist. Aber das ist ja schon mal ein guter Anfang. Hätte man vielleicht auch gleich drauf tun. So. Ist Wasser sauber? Wasser unsicher. Okay. Dann, wenn wir uns unsicher sind, ob das Wasser gut ist oder nicht, dann gehen wir vielleicht nochmal ein kleines Stück weiter da hinten, wo das Wasser nämlich runterkommt. Im Wasserfall. Oh, was ist das denn? Hallo? Wales? Den werden wir uns nachher mal anschauen. Ich bin gespannt, ob wir dann ja noch eine Angel bauen können, dass man sich hier schon hinsetzen kann und ein bisschen angeln kann. Während wir in den Gefangenschaft bei unseren Eingeborenen sitzt und auf Rettung wartet, können wir uns dann erstmal ein bisschen dicker Base trinken. Wasser unsicher, 50 Vibrationen. Aber ist das okay, das Wasser? Was ist denn hier? Hallo? Oh Gott, oh Gott! Haben wir noch einen Ausschlag? Wie schafft er das denn? Den haben wir denn überhaupt gerade gefunden? Sieht irgendwie nach Wien aus. Wo Wien sind, ist meistens auch Honig. Ausschlag, wirklich. Juckt, stört, verschlechtert Geisteszustand. Warum verschlechtert ein Geisteszustand? Also warum wahrscheinlich hat ein Ausschlag unseren Geisteszustand. Okay, wir können eine Fackel machen mit Stoff und einem Seil. Ganz gut, ich glaube, wir bauen uns eine Fackel. Dann räuchern wir hier dieses kleine Nest einfach aus. Ist da was runtergefallen? Wir brauchen irgendwie ein Seil. Und ein Seil hier. Haben wir schon gelernt. Was sind unsere Skills? Okay, beim Fischen und Speerfischen. Also Fischen wird hier wohl eine sehr große Rolle spielen. Aber Steinfalle, wir können zu Fallen bauen. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann können wir uns ein Seil machen zu können. Ich würde mal darauf tippen, dass wir einfach ein paar Lianen nehmen und zusammenfügen.
als ich dann die Jahre habe. Natürlich nicht. Fantastisch. Okay. Gehen wir uns noch nach Jahren oder irgendwas, wo wir uns heilen können? Ich kann schon mal anfangen. Oh, okay. Das ist eine Schnecke. Eine rohe Apfelschnecke. Weiß man ja auch, ob wir drauf haben. Vielleicht finden wir noch einen Frosch, dann können wir da auch ins Froschschenkel und Schnecken machen. Machen wir so einen richtig schönen französischen Abend hier. Ich weiß, wenn wir jemals aus dem Wasser rauskommen. Ich muss einfach hier rauskommen. Und hier in unserem alten Lager waren überall die Jahren. Wenn man jetzt die Jahren braucht, sind die dann so weg, oder? Okay. Der Ausschlag sieht nicht so gesund aus. Nein, ich hätte das machen. Zumindest leben wir gefühlt länger als beim Run zuvor. Das kann sehr gut sprechen. Und jetzt brauchen wir erstmal diese Heilpflanze. Hey. Unser kleiner Lego an der abgehauen, ne? Niemand will was mit uns im Dschungel zu tun haben. Wahrscheinlich riechen wir irgendwie unangenehm oder so, oder ein Ausschlag. Möchten sich Menschen irgendwie vor uns die Bade. Der Platz hier sieht eigentlich ganz gut nett aus. Wir haben hier unten Wasser. Können wir von hier oben später die Angel runterschmeißen. Ich glaube, wir setzen mal hier ein Feuerchen. Feuer. Das wird nämlich auch schon wieder langsam dunkel. Und kommen bestimmt ganz alle möglichen verrückten Monster auf uns hier zugeschützt. Und wenn wir ein Feuer haben, sind wir zumindest nicht geschützt. Hoffe ich zumindest. Die meisten Tiere reagieren mit Flucht auf Feuer. Shit! Seriously? Ich glaube, unsere geistige Gesundheit leidet auch langsam. Kleine Stöcker sammeln wir nochmal ein. Unser Messer ist kaputt gegangen. Wir brauchen, glaube ich, neue Steine. Ach, hier haben wir ja Seile. Was sind die denn jetzt hier? Und die Lianen, die wir gesammelt haben, oder? So, bauen wir uns mal eine kleine Fackel. Und machen uns dann gleich auf den Weg, um dieses komische Nest auszuräuchern. Ach so, Moment. Die Fackel ist natürlich nicht an. Clever. Clever. So. Das heißt, wir brauchen jetzt. Ach Gott. Das Feuer zu entfachen, brauchen wir dieses, eine Handbohrer, Stock, Feuerbrett oder ein kleiner Stock. Ja. Aber wir müssen ja gut herstellen. Heißt. Heißt, wir müssen erstmal eine Steinklinge herstellen. Aber um die Steinklinge herzustellen, brauchen wir erstmal wieder einen Stein. Der ist, glaube ich, zu groß hier. Der Dschungel braucht uns nicht. Der ist so undankbar. Ich bin auch wie ein kleiner Meister, wenn das für den Baumstumpf hier direkt für die Schrift drüber gespannt ist. Oh Gott, eine Schlange! Wenn du mir nichts tust, tue ich dir nichts, okay?
müsste eigentlich keine Waffe haben. Ich gehe. Schlange möchte auch nichts mit uns zu tun haben. Schade. Oh, die toten Blätter einsammeln, um den Fall zu entfachen. Könnt ihr mir vorstellen, dass das unter Umständen funktioniert? Aber trotzdem irgendwo jetzt rein. Ausläuft schon weg Richtung Schlange, sehr gut. Ich glaube, dann ist die Schlange erstmal satt. So, den. Ich wollte eigentlich. Den eigentlich, jetzt. Okay. Zumindest können wir uns da eine Klinge herstellen. Neuer Tag, ein Tag für eine Stein. Stock und Stein. Ja. Bauen wir uns doch gleich mal eine schöne Axt. Herstellen und rein dazu. Endlich, die erste Axt ist da. Fantastisch. Oh nein, ich bin nicht fallen gelassen. Gut. Sieht auch so aus, wenn die wirklich eher stabil ist. Und ich muss sagen, fällen wir erstmal hier einen schönen großen Baum. Zumindest irgendwas, was aussieht wie ein Baum. Wo ein paar Sachen rauskriegen, um halt ein kleines Zündholz zu bauen, damit wir das Feuer entfachen können. Da war unser Feuerbrett. Das brauchen wir. Da mal drauf. Bisschen Schwierigkeiten, die Dinge zu treffen. Ne? Den Holz halten wir mit. Die Maus muss ich wieder, die müssen wir nicht wieder unbedingt töten. Ja. Oh nein, wir haben wieder Blut wieder, oder? Unser Lagerfeuer hier drüben irgendwo platziert. Wir hoffen, dass wir mit den Bananen, also den getrockneten Bananenblättern, das Feuer entfachen können. Der hätte schon gehen. Was wir brauchen, Feuerbrett und das. Ja. Wo sind denn unsere getrockneten Bananen gegangen? Was? Geht nicht, oder? Ich dachte, wir könnten die getrockneten Bananenblätter finden gehen. Ah, das ist gut. Ja, verdammt, der hätte so einfach sein können. Ich glaube, wir legen uns erstmal hin und schlafen. Im Regen. Ohne ein Dach über dem Kopf.